In diesem E-Scooter wurde eher unfreiwillig ein Raspberry Pi entdeckt. Wie es dazu kam und warum die jetzt auseinandergebaut werden, das erfährst du alles mit Kontext in diesem Video. Und damit herzlich willkommen zu ULabs, deine Community für IT, Technik und gesellschaftliche Themen. Mittlerweile gehören elektronische Scooter in vielen Städten zum Stadtbild dazu. Das ist vergleichsweise neu: Zwar sind die kleinen Tretroller schon viele Jahrzehnte alt, wurden aber lange Zeit eher nur als Kinderspielzeug eingesetzt. Erst zur Jahrtausendwende gelang es dem schweizer Unternehmen Micro, auch Erwachsene davon zu überzeugen. Zunächst nur Handbetrieben, doch ab etwa 2018 setzten sich auch die E-Scooter durch, die wir heute kennen. Doch nicht jeder ist davon begeistert. In Paris wurde jüngst per Abstimmung entschieden, den kommerziellen Verleih zu verbieten. Andere Städte gehen nicht ganz so weit, aber zumindest gibt es dort verschiedene Einschränkungen. So bekommen die Anbieter meistens nur zeitlich begrenzte Lizenzen für zum Beispiel ein Jahr. Danach müssen sie sich neu bewerben und eventuell bekommt dann ein anderer den Zuschlag. Dabei ist der Anbieter Spin keine Ausnahme, der eine Vorliebe für Raspberry Pis zu haben scheint. Aber warum werden die Spin-Roller auf einmal ausgeschlachtet? Dafür müssen wir einen Blick in die jüngere Geschichte des Unternehmens werfen. Es wurde 2016 gegründet und schon kurz darauf vom Autobau fortgekauft. Mitte Juli 2021 erhielt das Unternehmen die vierte Lizenz in Seattle, einer Großstadt in den USA mit 737.000 Einwohnern. Davor hatte die Stadt bewusst nur drei Unternehmen genehmigt, das vierte soll später erst folgen, um neue innovative Technologie einzubringen. Hier konnte sich Spin durchsetzen, da sie ihre Roller mit Sensoren ausgestattet haben. Sie sollen mit maschinellem Lernen zu einem besseren Park und Fahrverhalten führen. Beispielsweise kann der Roller erkennen, ob er auf der Straße oder auf dem Gehweg fährt, um Fußgänger sowie auch den Fahrer selbst zu warnen. Für die Sensoren wurde wohl ein Raspberry Pi verwendet, dazu später mehr. Doch ein knappes Jahr später, im Mai 2022, kündigte Seattle an, dass die Verträge mit Spin und Wheels nicht verlängert werden. Stattdessen hat man sich für ein neues Unternehmen namens Bird entschieden. Die genauen Gründe werden nicht genannt, nur dass die Auswahl schwierig gewesen sein soll. Als Konsequenz hatten nun beide Unternehmen noch mehrere Wochen Zeit, um ihre E-Roller einzusammeln und damit den Dienst in Seattle zu beenden. Doch das hat nicht so richtig funktioniert, wie es sollte, sammelte Spin einige E-Roller wieder ein, jedoch verblieb ein Teil in der Stadt. Ausgeliehen werden konnten sie wahrscheinlich schon nicht mehr, da der Anbieter ja den Auflagen von Seattle folgen musste, den Dienst nach der Übergangsfrist einzustellen. Nach einiger Zeit wurden Bastler auf die rumstehenden Fahrzeuge aufmerksam und bauten sie auseinander. Und dabei kam ein Raspberry Pi 4 im Innenleben zum Vorschein. Spin hatte auf die GPIO-Pins einen Head geklebt, also eine Art Hut, weil man den eben auf den Pi oben draufsetzt und der mit den Pins dann weitere Funktionen anbieten kann, die der Pi ansonsten ohne diesen Hut nicht bieten kann. Was der ganz genau macht, ist leider nicht bekannt. Spin selbst ist wenig transparent über die Technologie, die sie einsetzen. Die originale Quelle des Bildes, die ist schon seit einigen Tagen nicht mehr auffindbar, da habe ich mit dem Video hier auch noch einige Zeit gewartet. Die Bilder wurden in einem sozialen Netzwerk gepostet, welches aber leider nicht mehr erreichbar ist. Toms Hardware hat das Thema aufgegriffen, weiß aber anscheinend auch nicht viel mehr. Die Details wären sicherlich interessant, vor allem auch mit einem Blick auf die Software des PIS, was da konkret so läuft. Trotzdem liegt nahe, dass Sie es gut damit verschiedene Sensoren angesteuert haben, das habe ich ja eben schon erklärt, das war ein Grund, mit dem Sie in Seattle überzeugen können, um hier eben die Sicherheit zu erhöhen. Der Raspberry Pi sendet diese entweder an einen externen Server oder verarbeitet sie selbst. Letzteres würde auch erklären, warum ein vergleichsweise leistungsstarker Raspberry Pi 4 gewählt wurde und nicht zum Beispiel der Zero 2, der zwar weniger Leistung hat, aber sich gerade für akkubetriebene Geräte ja anbietet, um möglichst wenig Energie zu verbrauchen. Ein paar Bastler hat das dazu ermutigt, nach den Rollern Ausschau zu halten, diese einzusammeln, um eben die Raspberry Pis dort auszubauen. Noch bis vor ein paar Wochen war das eine der wenigen Möglichkeiten, um an einen Raspberry Pi heranzukommen. Mittlerweile ist ja die Lage deutlich besser geworden, da habe ich schon mehrere Beiträge zu gemacht. Auch jetzt spart das noch den Anschaffungspreis für einen Raspberry Pi. Das kann man kontrovers sehen. Natürlich sagen die Leute, wo das machen, die Geräte wurden offensichtlich aufgegeben und man tut sie noch ein Stück weit wiederverwerten, bevor sie wahrscheinlich entsorgt werden, aber sie sind eben immer noch Eigentum von Spin. Da Spin 2022 erneut verkauft wurde, diesmal ein Startup aus Berlin, ist durch den Verkauf bekannt, wie viele Fahrzeuge sie besitzen. Stolze 50.000 waren es zu diesem Zeitpunkt. Darunter sind neben verschiedenen Scootern auch Fahrräder jeweils mit Elektroantrieb. Sehr viele Leute haben also alleine bei diesem Anbieter ein Raspberry Pi genutzt, ohne das zu wissen. Ich finde solche praktischen Beispiele immer wieder interessant. Es gibt viele Industriekunden, die den Raspberry Pi in ihren Produkten verwenden, aber man hört trotzdem vergleichsweise wenig von ihnen. Was denkst du darüber? Bist du vielleicht auch mal mit einem Scooter von diesem Unternehmen gefahren? Schreib es gerne ins Forum auf ULabs.de oder in die Kommentare. Tschüss, bis zum nächsten Mal.